Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 281 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir direkt zu dir reden dürfen und dass du direkt zu uns sprichst. Wir sind dankbar für jede Predigt, die wir hören, für jede Erfahrung von anderen Menschen, für alles, was wir sehen und hören, wo du im Leben von anderen wirkst und dadurch ermutigt auch werden, aber wir wissen, dass die größte und stärkste Ermutigung, die wir haben können, diejenige ist, dass wir dein Wort an uns persönlich glauben und darauf bauen. Und Herr, das sollen wir heute tun. Sprich du durch dein Wort zu uns nach deiner Verheißung. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 8. Gideon. Hat mit 300 Mann einen unglaublichen Sieg über ein großes Heer der Midianiter und der Sünde des Ostens errungen, weil Gott für sie gekämpft hat. Und dann haben einige andere Stämme noch mitgeholfen und auch die Ephraimiter wurden später hinzugerufen und die haben sich dann beschwert, warum sie nicht von Anfang an dabei sein durften. Aber Gideon antwortet ihnen jetzt in Vers 2. Er aber sprach zu ihnen: Was habe ich jetzt getan, dass eurer Tat gleich wäre? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser, als die Weinlese Abi Jesus. Mit anderen Worten, das, was ihr dort noch gekämpft habt und was ihr errungen habt, das ist noch viel besser als das, was wir erreicht haben. Gott hat die Fürsten der Medianiter, Oreb und Seb, in eure Hand gegeben. Wie hätte ich tun können, was ihr getan habt? Als er dies sagte, ließ ihr Zorn von ihm ab. Anstatt mit ihnen zu streiten und sie zu tadeln, hat er hier sehr demütig geantwortet. Und ihr Wirken besonders hervorgehoben und noch über seinen eigenen Erfolg gestellt. Wenn wir Streit schlichten wollen, dürfen wir nicht eskalieren, sondern auch wenn wir vielleicht objektiv recht haben, sollten wir den Anteil des anderen auch wertschätzen und ihn höher einschätzen als uns selbst. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er hinüber. Mit den 300 Mann, die bei ihm waren, die waren müde und setzten dennoch die Verfolgung vor. Sie hätten sagen können, wir haben schon einiges erreicht, jetzt sollen andere ähm, sich einbringen. Aber nein, sie waren es, die auch die Midianiter verfolgt haben. Und er sprach zu den Leuten von Sukkot, Gebt doch dem Volk, das bei mir ist, einige Leibe Brot, denn sie sind erschöpft und ich jage den Königen der Midianiter, Sebach und Zalmunna nach. Wohlgemerkt, ähm, er jagt den Königen, nicht irgendwelchen Fürst, er jagt den Königen nach. Aber die obersten von Sukkot sprachen, ist denn die Faust Sebachs und Salmonas schon in deiner Hand, dass wir deinem Herr Brot geben sollen? Mit anderen Worten, leiste erst einmal was, bevor wir dich auch belohnen. Dieses Leistungsdenken ist leider viel zu oft in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft präsent. Aber es entspricht nicht Gottes Willen. Gott möchte, dass Menschen, die müde und erschöpft sind, die vielleicht auch einiges schon geleistet haben im Werk Gottes, auch wenn sie vielleicht noch nicht am Ziel sind, dass sie gestärkt werden durch unsere Hand. Gideon sprach wohl an, wenn der Herr Sebach und Salmona in meine Hand gibt so will ich euer Fleisch mit Dornen aus der Wüste und mit Disteln dreschen. Und er zog von dort nach Pnoel hinauf und redete mit ihnen in gleicher Weise. Und die Leute von Pnoel antworteten ihm, wie die von Sukkot. Da sprach er zu den Leuten von Pnoel: komme ich mit Frieden wieder, so will ich diesen Turm niederreißen. Aber Sebach und Zalmunna waren mit ihrem Heer in Kakor etwa 15.000, der ganze Rest vom Heer der Söhne des Ostens, denn 120.000, die das Schwert ziehen konnten, waren gefallen. Nur noch ein kleiner Überrest, aber immer noch sehr viel stärker, als die Armee, die Gideon zur Verfügung hatte. Und Gideon zog hinauf auf der Straße derer, die in Zelten wohnen, östlich von Nobach und Jokbeha. Und er schlug das Lager, denn das Heer war sorglos. Und als Sebach und Salmona flohen, jagte er ihnen nach und fing die beiden Könige der Midianiter, Sebach und Salmona, und er versetzte das ganze Heer in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte um von der Schlacht beim Aufstieg von Heres. Und er fing einen Knaben von den Leuten von Sukkot, und fragt ihn aus, der schrieb ihm die obersten von Sukkot und ihre Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Leuten von Sukkot und sprach, siehe, hier sind Sebach und Salmona, wegen denen ihr über mich gespottet und gesprochen habt. Ist denn die Faust Sebachs und Salmonas schon in deiner Hand, dass wir deinen Leuten, die müde sind, Brot geben sollten? Und er ließ die Ältesten der Stadt ergreifen und die Stornen aus der Wüste und Disteln holen und züchtigte die Leute von Sukkot damit. Den Turm von Pnuel aber riss er nieder und tötete die Leute der Stadt. Und er sprach zu Sebach und Salmuna, wie waren die Männer, die ihr in Tau erschlagen habt. Sie sprachen, sie waren wie du, ein jeder so schön wie Königssöhne. Er sprach, das sind meine Brüder, die Söhne meiner Mutter gewesen. So war der Herr lebt, wenn ihr die hättet leben lassen, so würde ich euch nicht töten. Und er sprach zu seinem erstgeborenen Sohn Jeter, steh auf und erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fötete sich, weil er noch jung war. Sebach aber und Salmuna, Sprachen zu Gideon, steh du auf und erschlage uns, denn wie der, Herr so, wie der Mann, so seine Kraft. Da stand Gideon auf und tötete Sebach und Samunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Da sprachen die Männer Israels zu Gideon, herrsche über uns, du und dein Sohn und der Sohn deines Sohnes, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Er bekommt das Angebot, aufgrund seiner großen Erfolge, die ja eigentlich Gottes Erfolge gewesen sind, König zu werden. Aber Gideon sprach zu ihnen, ich will nicht über euch herrschen, mein Sohn soll auch nicht über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Gideon war eine zögerliche Person, er war auch eine demütige Person, wie wir hier an verschiedenen Beispielen gesehen haben. Er hätte die Möglichkeit gehabt, zu Ruhm und Ehre zu kommen, aber er lehnt sie hier ab und will nicht König werden. Und Gideon sprach zu ihnen, eins erbitte ich von euch, gebt mir jeder die Ohrringe, die er beutet hat. Die er erbeutet hat, denn weil sie Ismailiter waren, hatten sie goldene Ohrringe. Sie sprachen, die wollen wir dir gerne geben. Und sie breiteten ein Gewand aus, und jeder warf die Ohrringe von der Beute darauf. Und die goldenen Ohrringe, die er erbeten hatte, hatten ein Gewicht von 1700 Schekel Gold, ohne die Halbmonde und Ohrgehänge und Purverkleider, welche die Könige der Midianiter niedergetragen hatten, und ohne den Halsschmuck ihrer Kamele. Dieses Gold sollte noch zum Fallstrick werden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, du weißt, wie oft wir in Streitigkeiten geraten. Wir möchten dich bitten, dass wir die Einstellung von Gideon bekommen, dass wir nicht unsere eigene Leistung rühmen, sondern immer verstehen, dass was immer wir erreicht haben im Leben doch eigentlich nur deine Gnade und deinen Segen und deine Kraft gewesen sind. Und dass wir andere höher einschätzen als uns selbst und so viel Streit vermeiden und auch schlichten können. Herr, erinnere uns daran, wenn wir wieder in einen Streit geraten, vielleicht heute oder in den nächsten Tagen. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.